Jetzt haben wir Melanie Müller auf dem roten Teppich der Goldenen Henne 2015. Ist das deine erste Henne? Nein, ich war letztes Jahr natürlich in meiner Heimatstadt in Leipzig. Und das war meine erste Henne. Dieses Jahr ist schon die zweite. Wie lange warst du da? Also zeittechnisch? Ich war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich die letzte war. Ich war mit einem ProSieben-Reporter so lange, dass ich nicht mehr alleine nach Hause laufen konnte. Mein Mann musste mich dann abholen. Immerhin hatte ich jetzt einen Insider, das wusste nämlich keiner. Keiner wusste das. Immerhin hatte ich noch deinen Mann abgeholt. Der hat mich noch abgeholt, ja. Können wir einmal kurz auf Melanies Arm gucken? Eben von hinten habe ich nämlich gesehen, eine neue Tätowierung. Das ist neu und es macht nach Au. Das heißt, wenn ihr Melanie Müller heute Abend zufällig begegnet, nicht auf die Schulter hauen. Auf die Schulter hauen, genau. Ich hatte gestern einen Auftritt und da haben sie auch immer so, das ist aber schön, dass du da bist, das ist schön. Ich so, ja, ich freue mich. Und ich bin aber noch nicht ganz fertig. Also es geht noch ein bisschen weiter. Wollte gerade fragen, den ganzen Rücken noch zu? Nee, nicht ganz. Das passt nicht ganz so zu mir. Aber es kommt noch einiges. Auf was oder auf wen freust du dich heute noch besonders? Ah, oh Gott, ich habe mir noch gar nicht so richtig angeguckt, wer alles da ist. Aha, sind da. Karat. Auf Karat, genau. Auf die freue ich mich natürlich. Und Bosshaus ist, glaube ich, auch da, ja, ne? Die freue ich mich natürlich auch. Da kennt man sich natürlich schon so von der einen oder anderen Veranstaltung. Aber prinzipiell ist es schön, dass man mal so einige Kollegen sieht und dann unterhält man sich und dann ist es ruckzuck, guck mal auf die Uhr, es ist um 2. Um Gottes Willen, ich muss morgen frühzeitig raus. Ich habe morgen um 8 Stocker-Rennen. Oh Gott. Und ob ich mir das gut überlegt habe, weiß ich noch nicht. Aber ich muss um 5 schon wieder raus. Also muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Einfach wach bleiben. Oder wäre jetzt so mein Tipp an dieser Stelle. Viel Spaß. Dankeschön. Schönen Abend euch. Ciao. Ciao.